Ja, herzlich willkommen zu unserem Interview. Genau, ich bin Jerome Buske und wir führen heute ein kleines Interview zum Thema Antisemitismus und Abbau von Antisemitismus im Freistaat Sachsen. Und ich habe heute Dr. Olaf Glöckner in der Videoschalte, der uns einige Fragen zur gegenwärtigen Situation in Sachsen und zur Bekämpfung des Antisemitismus beantworten wird. Und genau, kurze Person. Dr. Olaf Glöckner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Moses-Mendelssohn-Zentrum in der Uni Potsdam und ist auch im Expertenkreis Antisemitismus des Landes Sachsen bei Dr. Thomas Feist und ist da einfach auch Experte, um ja, bei gegenwärtigen Artikulationsformen des Antisemitismus zu beraten und auch Interventionsstrategien mitzuentwickeln. Genau. Wir führen das Interview im Rahmen von dem Projekt Abbau von Antisemitismus des Arjowitsch-Haus in Leipzig. Und Olaf Glöckner hat auch schon den Sachsen-Bezug, da er auch ja, in Sachsen geboren ist. Und ich würde es einfach mit der ersten Frage anfangen. Ja, hallo Olaf. Hi. Genau, die erste Frage wäre so: jüdisches Leben in Deutschland, was bedeutet das für dich? Ja, was es für mich persönlich bedeutet, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die 90er Jahre, als ich selbst begonnen habe zu studieren in Berlin und Leipzig, aber vorher noch ein halbes Jahr in einem israelischen Kibbuz gewesen bin, was für mich eigentlich die erste intensivere persönliche Erfahrung mit Judentum war, ehe ich eigentlich mehr in Kontakt gekommen bin, auch mit jüdischen Gemeinden und Vereinen und Projekten hier in Sachsen oder auch in Berlin-Brandenburg. Aber als ich zurückkam im Herbst 1992, damals begann diese überraschende Zuwanderung von Juden aus der früheren Sowjetunion eben nicht nur nach Israel und in die USA, in die klassischen Einwanderungsländer, sondern eben überraschenderweise auch nach Deutschland und auch nach Sachsen, die drei jüdischen Gemeinden in Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt und dann wieder Chemnitz sind ja quasi durch die Zuwanderung demografisch gerettet worden. Und wer seine Augen ein bisschen aufmacht, seitdem kann ja auch sehen, dass hier nicht nur die drei Synagogengemeinden wieder ein demografisches Wachstum erlebt haben, eine Revitalisierung. Es gibt jüdische Kindergärten, Jugendzentren, Synagogen sind gebaut worden in Dresden und Chemnitz, sondern dass da auch Leute gekommen sind, die Städte kulturell bereichern. Und das erlebt man nicht nur so in den Communities selbst, in den Synagogen selbst, sondern auch nach außen hin. Da sind Künstler dabei, sehr viele kreative Leute, Intellektuelle, die auch hier partizipieren wollen. Und vor allem die jungen Leute haben auch das Selbstbewusstsein, sich in der Öffentlichkeit auch zu zeigen. Es sind junge Musiker, Schriftsteller, mittlerweile auch Politiker. Und das ist ein ganz frischer Impetus auch für diese Gesellschaft, und da gibt es einfach Anknüpfungspunkte, wie gesagt, für Menschen, für nicht-jüdische Menschen hier in den sächsischen Großstädten, aber auch in den kleineren Städten, die interessiert sind an anderen Kulturen und Traditionen und Denkströmungen und Kunst, die einfach dann auch eine Riesenchance haben, um in Kontakt zu kommen. Das finde ich, ist was sehr, sehr Dynamisches. Gleichzeitig die überraschende Wendung, also das organisiertes jüdisches Gemeindeleben in Deutschland längerfristig nochmal neu auf die Beine kommt, womit eigentlich niemand gerechnet hat, das finde ich insgesamt natürlich auch sehr erfreulich. Ja, danke für die Beantwortung zu der Frage über jüdisches Leben in Deutschland. Und dann werden wir zur nächsten Frage kommen. Also wir haben ja, ja in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren einen manifesten und virulenten Antisemitismus. Also die empirische Sozialforschung, die stellt das fest. Wir sehen das in den quantitativen Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und daran schließt so ein bisschen die Frage an: Wo siehst du eigentlich so die größte Herausforderung in der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit Antisemitismus in Deutschland und vielleicht auch mit Blick auf Sachsen? Ja, ich denke, wir haben zum Glück in Deutschland und damit auch in Sachsen jetzt nicht diese extrem
gravierenden Probleme mit physischen Übergriffen oder Brandanschlägen oder wie dem Amoklauf in Halle im Oktober 2019. Zum Glück sind das eher Ausnahmefälle. Das ist in unserem Nachbarland Frankreich natürlich was ganz anderes. Aber wenn man einfach auf den zweiten Blick mal schaut, und das hat ja auch der Expertenkreis Antisemitismus bei der Bundesregierung zweimal festgestellt, einmal 2012, einmal 2017, dass es eine Menge an antisemitischen Straftaten gibt, die von der Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen werden. Ein wirklich gravierendes Problem, was Ronen Steinke, der Journalist Ronen Steinke, im letzten Jahr im Sommer 2020 in seinem neuen Buch Terror gegen Juden beschrieben hat und vor allem auch dokumentiert hat. Das ist das Problem der Friedhofsschändungen, die wir nach wie vor registrieren, die Polizei registriert, aber auch RIAS als Erfassungsstelle natürlich registriert. Also eigentlich eine Form von antisemitischer Kriminalität, die eigentlich ein ganzes Stück aus der Zeit gefallen wirkt. Ja, das ist ja quasi ein mittelalterliches kriminelles Ritual, Grabsteine umzustoßen und zu zerstören oder Grabsteine zu beschmieren. Das ist ein so ein Indikator dafür, dass in dieser Gesellschaft Antisemitismus in einer sehr latenten, aber auch sehr kriminellen Form ausgeprägt ist und man das im Allgemeinen in der Öffentlichkeit auf der Straße gar nicht so intensiv sieht. Aber ich denke, hier ist ein Riesenbetätigungsfeld, eine Riesenherausforderung, vor allem im pädagogischen Bereich. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Schulen haben ja eine Menge Programme schon aufgelegt, auch um schulisch oder außerschulisch einfach ein Stück aufzuklären. Eben auf der einen Seite aufzuklären zu dem Problem von Judenfeindschaft, aber auf der anderen Seite natürlich auch in Bezug auf Vertrautmachen von jüdischer Geschichte, Religion, Tradition und in Deutschland, Geschichte in Deutschland eben auch vor 1933 und nach 1945, dass Kinder und Jugendliche, Jungs und Mädchen auch damit mit dieser wirklich sehr dynamischen, lebendigen deutsch-jüdischen Geschichte 1700 Jahre lang damit vertraut gemacht werden, aber auch erfahren, dass über lange Zeiträume jüdische Existenz mit Anfeindung verbunden war und das eben nicht nur in Zeiten des Nationalsozialismus. Und dann müsste man natürlich auch die Frage gleich mitstellen, mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, inwiefern denn, wieso schafft es eine Gesellschaft nicht, auch heute nicht, Hass und Anfeindungen gegenüber einer ethnokulturellen Minderheit wie die jüdische Minderheit abzubauen und das nicht mal nach dem Holocaust. Was stimmt mit dieser Gesellschaft an sich nicht? Das ist eine Frage, die kann man mit Kindern und Jugendlichen diskutieren, aber man sollte natürlich diesen ganzen Bereich Bildung und Aufklärung über jüdische Geschichte und Gegenwart natürlich auch auf die Erwachsenengruppen übertragen, Erwachsenenbildung, Schulung von Berufsgruppen, meiner Meinung nach ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig mit dem sächsischen Landesbeauftragten Dr. Thomas Feist. Bildung muss dort, Bildung und Aufklärung muss ran, auch gerade im Kontakt mit Lehrern, mit Polizisten, Richtern, Sozialarbeitern, auch mit Journalisten und alle anderen Menschen, die mit im medialen Betrieb viel zu tun haben, aber auch die großen zivilgesellschaftlichen Verbände, die müssen eingebunden werden. Das heißt, Gewerkschaften, Kirchen, Sportverbände, die alles sollte man einbeziehen, um möglichst einen großen Teil von Menschen und sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen und Milieus im Prinzip quasi auch da zu erreichen. Aber das ist das eine, Aufklärung, Bildung, möglichst viele, auch viele Heranwachsende zu immunisieren gegen diesen Virus von Antisemitismus. Was mir selbst sehr wichtig erscheint, auch als Herausforderung, ist, dass man einfach auch ein ganzes Stück lernt, Berührungsängste abzubauen. Ich glaube, Berührungsängste im Kontakt, wenn Nichtjuden und Juden in Kontakt kommen, wenn es dann mal gelingt, das ist ja nicht so häufig, diese Kontakte, dann gibt es häufig auch Berührungsängste auf nichtjüdischer Seite.
bei gebildeten Menschen, was meiner Meinung nach unbegründete Ängste sind. Also es wird Zeit, dass das abgebaut wird, dass dann lockerer Umgang entsteht. Auch das hilft gegen Antisemitismus. Auch das hilft sehr wohl gegen Vorurteile. Und klar, natürlich ist sowas bei jungen Menschen am einfachsten zu bewerkstelligen. Genau, du hast es schon treffend gesagt. Also die Präventionsarbeit, die steht erst eigentlich am Anfang in den letzten Jahren. Also es wurden ja sehr viele Instrumente geschaffen, wie der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus des Deutschen Bundestages und dann die Implementierung von Antisemitismusbeauftragten auf der Landesebene. Und diese Friedhofsschändung zum Beispiel, das sind ja auch Phänomene, die wir auch noch aus den 1950er Jahren kennen. Und das zeigt ja, dass diese Arbeit wichtiger denn je ist. Genau, und vielleicht noch mal ganz kurz auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Du hattest gerade den Begriff RIAS genannt, um das mal kurz aufzuschlüsseln. Das ist die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Genau, wenn man antisemitische Übergriffe oder auch Zeichnungen oder Symbole sieht, kann man das auch bei dieser Informationsstelle melden. Wirklich ein sehr gutes Projekt. Genau, ich würde zur nächsten Frage kommen und dich einfach nochmal so was Persönliches fragen. Und ich würde gerne wissen, ob es so ein biografisches, persönliches oder subjektives Ereignis gab, das so deine Auseinandersetzung mit Antisemitismus beeinflusst hat. Also du arbeitest wissenschaftlich zu dem Thema, das haben wir ja schon am Anfang mitbekommen, aber das wäre nochmal die Frage nach der persönlichen Ebene. Also wenn so etwas gemeint sein soll, eher wie eine Art Schlüsselerlebnis oder prägendes Erlebnis, positiv oder auch negativer Art, das müsste ich quasi mit Nein beantworten. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon erwähnt am Anfang, also mein wirklich intensiver Kontakt mit jüdischem Leben in Deutschland, auch mit den Communities, ist eigentlich erst entstanden, nachdem ich ein halbes Jahr selber in Israel gewesen bin und in dem Moment, als ich dann auch jüdische Studien studiert habe und an der Humboldt-Universität damals noch Israel Studies, da ist mir quasi dann natürlich auch bewusst geworden, dass jüdische Geschichte, die ja wirklich eine sehr jüdische Geschichte ist, eine sehr lange, über tausende von Jahren, dass die fast immer auch mit externen Anfeindungen begleitet war. Also die Zeiten, wo jüdische Communities oder jüdische Menschen überhaupt Ruhe hatten vor generellen Anfeindungen, die sind eben sehr, sehr selten gewesen, sehr spartanisch. Aber Antisemitismus an sich hat sich in seinen Formen ja immer wieder neu modifiziert, hat immer wieder andere Formen angenommen, hat auch wieder ganz moderne Formen entwickelt. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, unterschiedliche Formen von anti-israelischem Antisemitismus, der gar nicht so scharf und prägnant auf den ersten Blick zu erkennen ist. Also die Communities und auch jüdische Frauen, Männer als Einzelpersonen müssen sich ständig wieder mit neuen Formen von Anfeindungen auseinandersetzen. Nee, das ist mir eigentlich eher erst so im Laufe meines Studiums quasi bewusst geworden. Aber in der Zeit, als ich in Israel war, ja, das war meine Kibbutz-Zeit da auch, in dem Jahr 1992, da war ich das erste Mal in der Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem in Jerusalem. Und das hat sich mir schon ein Stück eingeprägt. Also wenn man dort durch diese große Ausstellung geht, durch diese Gedenkstätte geht, und man sieht die Originalanweisungen für Deportation, für Tötung. Und man liest diese Befehle in Deutsch, in Amtsdeutsch und sieht dann quasi in Kombination damit die Bilder von Massengräbern und von ausgemergelten Leichen oder von Männern, Frauen und Kindern, die völlig verunstaltet sind durch medizinische Experimente. Also dann in Yad Vashem springt einen das Grauen ja wirklich direkt an. Und dann kommt man natürlich ein Stück ins Grübeln und Überlegen. Oder man gewinnt eine Ahnung, eine ansatzweise Ahnung davon, wie weit das eigentlich führen kann, wenn Antisemitismus und Judenhass sich ungebremst ausleben können. Aber ein Schlüsselerlebnis, so könnte ich jetzt als einmaliges Erlebnis könnte ich dir nicht beschreiben.
So, jetzt war die Stummschaltung aufgehoben. Genau. Wir haben jetzt gerade über die Vergangenheit gesprochen und genau, ich würde dich dann gerne nochmal eine Frage, würde ich dir gerne nochmal eine Frage zur Zukunft und zur Gegenwart des jüdischen Lebens in Deutschland stellen. Und das wäre dann so ein bisschen die Frage, was du dir für die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland wünschen würdest. Ja, da gibt es eine ganze Menge Wünsche. Also ich würde vielleicht mal zwei versuchen, ein Stück zu konkretisieren oder Wünsche, Hoffnungen, vielleicht eher quasi Hoffnungen. Das eine ist am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam. Wir beforschen ja auch ein ganzes Stück auf empirische Weise gegenwärtige Entwicklungen, jüdische Entwicklungen in Europa und in Deutschland, aber natürlich auch sehr konkret. Und da finde ich das natürlich sehr, sehr spannend. Also wir alle sind ein ganzes Stück begeistert über die Entwicklung der letzten 25 bis 30 Jahre, eben im Zuge von der russischsprachigen jüdischen Zuwanderung, vor allem während der 90er Jahre. Also die Gemeinden haben einen enormen Schub und Auftrieb bekommen, eine demografische Stabilisierung. Es gibt jetzt wieder eine größere Zahl an jüdischen Kindergärten, Schulen, Jugendzentren, Galerien, Cafés, Restaurants. Auch jüdische Restaurants haben wir jetzt glücklicherweise in Sachsen auch wieder. Und nicht nur das Restaurant Shalom in Chemnitz. Leipzig hat jetzt auch das Café Salomon. Also da ist eine Vielfalt entstanden, kulturell, strukturell. Und es sind rund 30 neue Synagogen in Deutschland gebaut worden, und in dem Moment zeigt sich ja auch äußerlich, auch für die Gesellschaft insgesamt, dass die jüdische Gemeinschaft hier mit der Zukunft plant. Dann gibt es aber ein Problem, da kann man wenig von außen quasi dazu sagen. Das müssen die Communities auch selbst lösen. Und ich glaube, das hat ein Stück was einerseits was mit trotzdem auch mit demografischer Altersstruktur zu tun und gleichzeitig auch mit einem Trend von Säkularisierung, so wie wir das auch in den Großkirchen an vielen Orten kennen, dass in den Religionsgemeinden, egal ob das zu Gottesdiensten ist oder zu Feiertagen oder auch zu anderen Aktivitäten, man eine doch eher geringe Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen findet, was sehr schade ist. Also die Kirchen kennen dieses Problem ganz genauso auch, aber bei den jüdischen Communities in der absoluten Mitgliederzahl, bei den meisten lokalen jüdischen Gemeinden, das ist auch bei den sächsischen jüdischen Gemeinden so, wirkt sich das natürlich viel nachteiliger aus. Die sind kleiner als die christlichen, als die kirchlichen Gemeinden, Gemeinschaften. Wenn dort sich längerfristig nicht eine größere Anzahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen engagiert, also wenn ihnen ihre ethnokulturellen, aber auch ethnoreligiösen Wurzeln nicht wirklich intensiv wichtig sind und sie sich in den Gemeinden nicht spätestens dann engagieren, wenn sie studiert haben, Familien gegründet haben, also wenn sie gesettelt sind, wenn sie ein Stück auf den Kopf frei haben, sagen können, ich weiß, die nächsten Jahre lebe ich eben in Dresden oder in Leipzig oder auch von mir aus in Chemnitz, und dann keine wirklich intensive Anbindung finden an die Communities, die sie nachfolgen, die jüngere Generation, auch wieder weitgehend natürlich aus den Familien der jüdischen Zuwanderer aus Osteuropa. Wenn da kein intensives Engagement kommt, dann könnte es für die Gemeinden schwierig aussehen. Sie brauchen diesen wirklich intensiven Schub in der zweiten Generation. Das ist ein Punkt, wo man nur mit den Gemeinden hoffen kann und denen das wünschen kann, dass dort tatsächlich eben auch sehr viel jetzt in der nachfolgenden Generation entsteht. Also es gibt deutschlandweit natürlich auch Initiativen, die das Ganze ein Stück unterstützen, um eben auch die jüdische Identität der jüngeren Leute zu stärken. Beispielsweise ELES, Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, also ein Studienwerk für Begabtenförderung, was sich sehr stark auf die jüdischen Studenten und Doktoranden fokussiert. Mal schauen, wie das weitergeht. Ein anderer Punkt wäre, was wir auch festgestellt haben, wir waren bei einigen
empirischen Umfragen beteiligt, die die Europäische Union gefördert hat, konkret die Fundamental Rights Agency in den Jahren 2012 und 2018. Dort hat man also in einer ganzen Reihe von EU-Staaten die Umfrage direkt an jüdische Frauen und Männer gerichtet, auch Jugendliche ab 16 Jahren, und hat sie dahingehend befragt, was sie an Problemen empfinden, an Spannungen. Da ging es dann wieder tatsächlich um Antisemitismus und ob sie beispielsweise solche konkreten Fragen wurden gestellt, beispielsweise vermeiden sie es häufig oder regelmäßig häufig oder zeitweise einen jüdischen Veranstaltungsort aufzusuchen. Und ein Teilergebnis in Deutschland war beispielsweise, dass von den befragten deutschen Jüdinnen und Juden das in den Umfragen bejaht haben. Das heißt, ein Viertel der Jüdinnen und Juden in Deutschland vermeidet zumindest zeitweise jüdische Veranstaltungsorte, und zwar nicht aus Langeweile, sondern weil man eben um die eigene Sicherheit fürchtet. Eine zweite Frage, die in diesen Umfragen der Fundamental Rights Agency gestellt wurde, war: Haben Sie in letzter Zeit an Ihrem Äußeren was verändert, um weniger jüdisch zu erscheinen? Auch wieder eben, um bestimmten Bedrohungen oder Anfeindungen aus dem Weg zu gehen. Und da geht es nicht nur um Kippa-Träger, da geht es um den Marken David an der Halskette oder um einen Israel-Aufkleber an der Umhängetasche, was auch immer. Es gibt ja sehr viele. Oder eine Mezuse am Hausflur. Und auch da haben knapp 20% in Deutschland bejaht, dass sie was an ihrem Äußeren verändert haben, um weniger jüdisch erkennbar zu sein im öffentlichen Leben. Und das sind natürlich alarmierende Trends. Das heißt, wir haben ansatzweise wahrscheinlich, das ist auch nicht so extrem ausgeprägt wie in manchen anderen Ländern, aber wir haben ansatzweise einen Trend, dass sich jüdische Menschen in Deutschland wieder ein Stück aus ins Private zurückziehen, jüdische Orte vermeiden. Also langfristig möglicherweise könnte eine größere Anzahl von Jüdinnen und Juden, die eigentlich diese Gesellschaft sehr stark bereichern, dann plötzlich wieder von der öffentlichen Bildfläche verschwinden. Und ich denke, das wäre kontraproduktiv und sehr unschön für die betroffenen Jüdinnen und Juden selbst, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Also dem muss man, denke ich, einfach gegensteuern. Und hier kann auch Zivilgesellschaft sehr viel tun. Also es ist wichtig, dass die Gemeinden das Gefühl bekommen, sie stehen mit den neuen Problemen von Antisemitismus. Sie stehen damit nicht alleine. Es gibt verlässliche Partner, verlässliche nichtjüdische Partner in der Gesellschaft. Es gibt gesellschaftliche Kräfte, die das ganz genauso nervt, an die sie sich jederzeit wenden können. Und das Allerwichtigste ist natürlich auch, dass die Politik geschlossen weiter hinter den jüdischen Communities steht, also dass sie auch diesen Rückenwind spüren kann. Ne? Genau, also das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Schlussperspektive. Also wir haben ja immer noch die Situation in Deutschland, dass sämtliche jüdische Einrichtungen von den Sicherheitsbehörden geschützt werden müssen. Und eigentlich wäre es ja eine schöne Utopie oder ein schönes langfristiges Ziel, dass es nicht mehr sein muss, sondern dass sich Gesellschaft dahingehend entwickelt, dass das überflüssig gemacht wird. Genau, ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende mit unserem kurzen Interview. Und genau, bedanke mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, um bei dem Projekt Abbau von Antisemitismus nochmal so ein bisschen uns über die gegenwärtigen Entwicklungen, über die Vergangenheit und auch über die Zukunft zu berichten und auch deine wichtige Arbeit natürlich noch mit vorgestellt hast und auch die Arbeit des Expertenkreises oder Expertenrates Antisemitismus im Freistaat Sachsen. Und würde mich jetzt erstmal von dir verabschieden und herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Ich halte die Aufzeichnung an hier mit. Nicht?